Freitagabend, Topspiel in der Verbandsliga Süd. Der Tabellenzweite und Meisterschaftsfavorit FV Bad Vilbel empfängt Hessens ältesten Fußballclub Hanau 93. Letztere mit einer überraschend guten Saison und Tabellenplatz 3 als Aufsteiger. Nicht zuletzt dank den ehemaligen Profis Michael Fink, Erwin Skeler und Daniel Schiemen. Der HFC heute wie gewohnt mit lautstarker Unterstützung angereist. Beide Teams in Bestbesetzung, darunter auch die Top-Torjäger Lukas Knell und Zoran Djordjevic vom FV Bad Vilbel. Beide kommen zusammen auf 25 Treffer und erzielen damit mehr als die Hälfte aller Treffer ihres Teams. Favorit Bad Vilbel beginnt in grün und spielt von rechts nach links. Und Zoran Djordjevic ist es auch, den die erste Aktion gehört. Allerdings wird sein Schuss abgeblockt. Knauer bringt die daraufhin folgende Ecke. Benjamin Sabic mit einem grandiosen Trick spielt er auf Uslu. 1:0! Der erste gefährliche Schuss aufs Tor sitzt nach nur 5 Minuten. Der Kapitän wurde in Bad Vilbel ausgebildet. Nach einem kurzen Abstecher bei der zweiten Mannschaft vom FSV Frankfurt spielt er seit 2009 wieder für die Vilbler. Hier erzielt er sein 4. Saisontor. Mit dieser genialen Vorarbeit macht es Sabic seinen Kollegen aber auch einfach. Wie reagiert Hanau auf den frühen Schock? Außenverteidiger Sascha Ries setzt sich durch, versucht, der Schuss aber alles andere als gefährlich. 2 Minuten später, der Ball kommt auf Unwegen zu Djordjevic, der probiert's, klasse gehalten von Westenberger. Die anschließende Ecke bringt einen Konter für Hanau. Wieder Ries. Wieder ein Riesensolo über den halben Platz. Und der Abschluss wieder mehrere Meter zu hoch. Alle guten Dinge sind bekanntlich 3. Ries mit seinem 3. Solo über den Platz. Und dem Abschluss, einmal mehr darf Bad Vilbel einen Ball suchen gehen. Hanau macht immer mehr Druck. Freistoß in guter Position wird von Skeler reingebracht, doch Fischers Kopfball verfehlt das Ziel nur knapp. Die letzte Minute der ersten Hälfte läuft. Der Ball kommt auf Erdogan. Der legt rüber zu Djordjevic. 2:0! Der Serbe kam vor 6 Jahren aus seinem Heimatland nach Deutschland und spielt jetzt seine 2. Saison für den FV Bad Vilbel. Nach diesem Treffer steht er mit 10 Toren bereits bei doppelt so vielen Treffern wie im vergangenen Jahr. Doch der Treffer hätte nicht zählen dürfen. Verteidiger Wilhardt berührt den Ball nicht und somit steht Erdogan mehrere Meter im Abseits. Klare Fehlentscheidung des Schiedsrichtergespanns. Unter Protesten von Trainern und Spielern geht es dann in die Halbzeitpause. Etwas mehr als 100 Zuschauer werden nun die Stärke von Bad Vilbel bewundern können. Ihre Defensive. Voller Körpereinsatz, egal wo auf dem Platz, wie hier vom starken Djordjevic, ermöglicht dem HFC keine Chance auf einen vernünftigen Spielaufbau. Hanau versucht nun zu kommen, doch Bad Vilbel verteidigt hoch. 30 Minuten lang passiert nichts, doch dann der Ballverlust. Bad Vilbel schaltet schnell um. Und Djordjevic versucht es einfach mal. 3:0 die Vorentscheidung. Der Ball wird noch von Wilhardt abgefälscht und lässt Keeper Westenberger keine Chance mehr. Saisontreffer 11 für den Serben. Djordjevic, diese Saison verletzungsfrei und das tut ihm und vor allem seinem Torkonto gut. Vor 2 Jahren von der Spielvereinigung Griesheim gekommen, aber von starken gesundheitlichen Problemen geplagt. Erst ein Kreuzbandriss und kurz darauf riss auch noch der Meniskus. Djordjevic, der früher einmal in Serbiens 3. Liga gespielt hat, ließ sich jedoch nicht unterkriegen und ist nun wieder topfit und schießt Hanau K.O. 2 Minuten später. Emil im Zusammenspiel mit Knell. Und wieder abgefälscht. 4:0. Hanau heute mit sämtlichem Pech auf ihrer Seite. Lukas Knell hingegen mit Glück und Saisontor Nummer 16. Der 24-Jährige kam zu Beginn der Saison vom VfB Unterliederbach und ist jetzt schon einer der wichtigsten Spieler Bad Vilbels. Auch hier ist Keeper Westenberger ohne Chance, da Adrian Bodhor den Ball entscheidend abfälscht. Noch etwas mehr als 5 Minuten zu spielen und Hanau 93 mal in der Offensive. Doch Schlussmann Robin Orband ist das beste Beispiel für Bad Vilbels starke Defensive. Erst 12 Gegentore nach 19 Spielen sind absoluter Liga-Bestwert. Kurz darauf ist Schluss für Knell und Djordjevic. Doch eine Möglichkeit bekommt Bad Vilbel trotzdem noch.
Schöne Seitenverlagerung. Ein Rechtsverteidiger Dominik Emmel probiert es einfach mal. 5:0. Unhaltbar in den Winkel. Der 1,90 Meter große Emmel ist eigentlich für das Verhindern von Toren zuständig. Doch wenn die Top-Stürmer draußen sind, muss er es halt richten. 2015 von Oberrad gekommen, ist Emmel sofort zum Stammspieler geworden und beweist hier, dass er auch Torjägerqualitäten hat. 90. Minute und noch einmal Emmel. Er bringt den Ball rein und das muss das 6:0 sein. Doch Uslu verpasst. Danach erlöst Schiedsrichter Christian Ballweg den HFC vor Schlimmerem. Bad Vilbel nun punktgleich mit Tabellenführer Türkgücü Friedberg, allerdings mit 2 Spielen weniger. Nach dem Spiel sollte allerdings klar sein, dass die Mannschaft um den heute überragenden Zoran Djordjevic das Zeug für die Meisterschaft und den Aufstieg in die Hessenliga hat.